Hallo, VfL Wolfsburg-Fans, willkommen auf dem Kanal, wo Fans immer informiert sind, abonnieren Sie unseren Kanal und bleiben Sie über Neuigkeiten auf dem Laufenden. Der frühere Lugano-Stürmer Mohamed Amoura hört beim VfL Wolfsburg in der Bundesliga an. Der 24-jährige Algerier verlässt den belgischen Verein Union Saint-Gilloise nach einer Saison bereits wieder und tätigt den nächsten Karriereschritt. Amoura unterschreibt bei den Wölfen einen langfristigen Vertrag. Als Ablöse fließen Berichten zufolge rund 17 Millionen Euro. Mohamed hat aufgrund seiner Qualitäten große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wir freuen uns, dass er künftig ein Teil des VfL Wolfsburg ist. Er passt perfekt in unser Anforderungsprofil, bringt enorme Schnelligkeit und Torgefahr mit und ist in der Offensive flexibel einsetzbar. Wir sind überzeugt, dass er dem VfL und der Bundesliga insgesamt viel Freude bereiten wird, sagt Wolfsburgs Sportdirektor Sebastian Schinzielwortz. Amoura sagt zu seinem Wechsel: Ich bin stolz und glücklich, künftig bei einem so großen Verein in Deutschland spielen zu können. Ich hatte immer in meinem Kopf, die nächsten Schritte in meiner Karriere in der Bundesliga zu gehen. Wolfsburg-Fans, falls es nicht schon geschrieben wurde. Unseren Kanal, ich bitte Sie, unseren Kanal zu abonnieren und auch Ihren Kommentar zu hinterlassen. Ich melde mich bald wieder mit weiteren Informationen zu unserem Wolfsburg.